Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Under Pleasure. Ich bin Christine Schuli und ich bin ganzheitliche Sexualcoachin und Tantra-Lehrerin und helfe Frauen dabei, ihre Scham und Unsicherheit beim Sex in Lust und Hingabe und Selbstvertrauen zu verwandeln. Und heute möchte ich gerne mit dir die dritte Sex-Life-Lesson teilen. Die Life-Lesson habe ich gelernt, die ich jetzt teilen möchte. Und zwar geht es darum, dass du es wert bist, Lust zu empfinden, dass du Lust verdient hast. Und ich glaube, das ist eine ganz große kollektive Wunde, die wir hier auch haben. Und ich möchte dir einfach mal so ein bisschen erklären, was für Glaubenssätze dahinter stecken, dass du es eben nicht verdient hast und wie sich das dann auch in der Sexualität zeigt, ja, wie sich das im Gelebten, ja, in der Intimität zeigt. Und warum aber deine Lust so potent und so wichtig ist, dass du sie lebst. Und wie unfassbar stark die Auswirkungen sind auf dein Selbstvertrauen, auf deine, ja, auf deine Wirkung, auf andere Menschen, aber auch auf die Liebe zu dir selbst. Okay, dann lass uns mal einsteigen. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir war das einfach ganz, ganz lange so, dass ich häufig das sogenannte Vorspiel überstürzt habe oder über so ein bisschen übersprungen habe, weil ich so ein bisschen nicht wusste, dass es das vielleicht auch einfach braucht, ja, dass ich ein bisschen Zeit brauche und dass ich vielleicht auch nicht so richtig zeigen wollte, was ich eigentlich brauche, also diese Wünsche zu äußern, das war sicherlich auch ein Thema und das ist auch bei ganz, ganz vielen Frauen ein Thema. Aber es war vor allem, ja, das Gefühl, zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Und warum habe ich denn dieses Gefühl gehabt oder diesen Gedanken? Und wie gesagt, das ist nicht, ich bin da keine Ausnahme. Ich kenne das auch von so vielen Frauen, mit denen ich im 1:1 zusammenarbeite. Ganz, ganz häufig genau dieses Thema. Ja, irgendwie fühle ich mich dann schlecht, wenn ich so viel Zeit in Anspruch nehme. Und was da dahinter steckt, ist eben diese Überzeugung, dass deine eigene Lust nicht so wichtig ist. Vielleicht sogar weniger wichtig als die deines Partners, wenn du in einer heterosexuellen Beziehung bist oder in einer Intimität bist mit einem Mann. Ja. Und warum ist das denn so? Und also warum? Ich glaube, das ist relativ obvious, ja, weil wir natürlich sehr, sehr, sehr lange war die sexuelle Lust der Frau etwas, was nicht in unserer Gesellschaft anerkannt war und was natürlich auch nicht wirklich eine Rolle spielte und was eher eine Bedrohung war, auch für das Patriarchat. Ja. Weil in dem Moment, wo Frauen anfangen, in ihr sexuelles Empowerment, in ihre Selbstermächtigung zu kommen, in dem Moment lassen sie sich ja nicht mehr unterordnen. Ja, das ist ja, das geht nicht zusammen. Und was häufig aber auch so Glaubenssätze sind über weibliche Lust, weibliche Sexualität, mal ganz abgesehen von diesem, sage ich jetzt mal, kollektiveren auch, ja, System, ja, in dem wir einfach leben, ist, dass dieser Mythos so ein bisschen herrscht, dass Frauen und Sexualität, Frauen und Lust, oh, das ist ja so kompliziert. Oh, das ist ja so anstrengend. Also mein Mann ist ja ganz einfach. Also der, ja, hat eine Erektion, ja, macht mal ein bisschen, rubbelt mal ein bisschen und kommt da, ist alles gut. Frauen, oh, die kommen nicht zum Orgasmus beim Heterosex. Was für eine Scheiße. Das ist alles so kompliziert. Ja, ich habe mich gerade mit meiner Partnerin gestritten, dann will ich Sex, dann hat die keinen Bock mehr. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Oder auch wirklich ganz häufig halt auch da, ne, Sozialisierung. Wie sind wir aufgewachsen? Wir sind so aufgewachsen vielleicht, also wenn du ähnlich aufgewachsen bist wie ich, dass ich eher, also dieses Wilde, ja, dieses Lustvolle, vielleicht auch dieses bisschen Schlampige, dass ich das eher ein bisschen verstecken sollte. Ja, das war, und das ging noch gar nicht in eine sexuelle Richtung. Ja, ich weiß noch, ich habe irgendwie immer in den Mülltonnen gespielt. Und wie unangenehm das meiner Familie war, weil ich natürlich von den NachbarInnen wurde ich dazu, oder wurde meine Familie darauf angesprochen, dass ich ja immer den Mülltonnen spiele. Ja, und ich habe das geliebt. Und dann habe ich es halt nicht mehr geliebt, weil ich durfte es ja nicht mehr. Aber all das gibt es ja auch im Bereich Sexualität. Ja, wie oft ist das passiert, das hatte ich auch, dass ich mit meinem Kindergartenfreund Philipp, Props gehen raus, hi Philipp,
dass ich mit meinem Kindergartenfreund Philipp, haben wir uns immer so Buden gebaut, ja. Und also im Kindergarten. Und das war quasi der Tisch von der Kindererzieherin, Hortnerin. Ich weiß nicht, ob das ein ostdeutsches Wort ist. Ich kann mir vorstellen, das ist ein ostdeutsches Wort. Im Hort, also Kindergarten. Anyway, jedenfalls haben wir uns dann immer da so Decken drum gemacht um diesen Tisch. Und dann haben wir uns in diese Bude versteckt. Und dann haben wir angefangen, uns halt an den Genitalien rumzuspielen, weil wir das halt übelst geil fanden. Ja. Und dann hat uns tatsächlich mal jemand erwischt. Überraschung, es passiert, also es war ja klar, weil wir das wirklich viel gemacht haben. Und dann war das halt ein Riesenthema. Und was passiert? Was ist mit meiner Sexualität passiert? Ich habe natürlich gedacht, oh, krass, ich habe das super, ich fand das super erregend. Ich fand das irgendwie interessant, ja. Das ist ja auch eine Neugierde, eine kindliche. Und das ist ja voll okay, ja. Und das ist ja, da ist ja nichts Schlimmes bei, aber wir haben ja ein krasses Tabu auf Sexualität. Ja, wir haben ein krasses Thema mit, das darf so nicht sein, ja. Und das ist einfach kollektiv, das ist gesellschaftlich. Das ist nicht mal nur, weil du jetzt in einer Familie aufgewachsen bist, die da sehr konservativ ist. Klar, das verschlimmert es natürlich nochmal oder macht es intensiver. Aber natürlich ist es einfach dieses gesamte Thema, wie viel Lust darf ich überhaupt zeigen? Ja, gerade als Frau, aber auch als Mann. Ich meine, der Philipp wurde genauso angemeckert. Ja, ich war da jetzt nicht, ich war nicht die Blöde, aber ich wurde nochmal so ein bisschen so, oh, du bist doch ein Mädchen, das macht man doch nicht. Ja? Das gerade als Mädchen, oh, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht, Christine. Du bist doch sonst so brav. Das ist richtig absurd. Also, das ist ganz häufig natürlich was, ja. Also wir haben häufig Glaubenssätze, die wir ableiten aus unserer Erziehung, aus unserem, wie wir aufgewachsen sind, über unseren Körper, über unsere Sexualität. Und häufig, also bei mir war es halt das, ich darf nicht zu viel Lust empfinden. Das haben ganz viele Frauen. Ich bin es nicht wert, dass ich jetzt hier auf meine Kosten komme, ja, dass ich Lust habe. Ich bin kompliziert. Meine Lust ist kompliziert, meine Sexualität ist kompliziert, auch das, a big one. Und auch dieses, ich muss anderen zuerst, ja, ich muss es erst anderen recht machen, ich muss erst andere in ihre Lust bringen, bevor ich es verdient habe, auch Lust zu bekommen oder Lust zu empfinden. Und all das ist im Endeffekt wie so ein Ableger, ja. Wie so eine Abzweigung von diesem Kernglaubenssatz, ich bin es nicht wert, Lust zu empfinden oder ich habe Lust nicht verdient. Ja. Und da das hier eine kurze Quickie-Session wird, ja, und ich dir einfach nur das mitgeben möchte, du hast verdammt noch mal die größte Lust verdient. Ja, du hast alles verdient, du hast nicht nur geile Orgasmen und krassen Sex verdient, ja. Und eine Intimität, eine Liebe, eine Partnerschaft, eine, was auch immer, von einer Art von Beziehung, Verbindung, die dich, oh, in die du dich so aufmachen und hineingeben kannst, ja, wo du einfach komplett hingeben und loslassen kannst und komplett getragen wirst, ja. Sondern du hast noch viel, viel mehr verdient. Du hast das krasse, erfolgreiche Business verdient. Du hast die geile Karriere verdient. Du hast die Million auf dem Konto verdient. Ja. All das hast du verdient. Und die Basis von all dem übrigens ist deine Sexualität. Wenn du dich hier befreist, wenn du hier in so eine Öffnung gehst, wenn du hier in dieses, wirklich das verkörperst, das fühlst, dass du es verdammt nochmal wert bist, dann kommt der Rest von selber. Kann ich dir versprechen. Also du wirst dich nicht nur lustvoller, juicier fühlen, sondern auch inspirierter, energiegeladener, entspannter, weniger selbstkritisch. Oh, das war auch so ein großes Thema bei mir, ja. Mehr, ja, emotionaler, mehr mit deinem Schoß, mit deinem Herzen verbunden und dadurch wirst du zum Beispiel auch andere Männer auswählen, oder Frauen, ist ja egal, aber Menschen, die du datest, ja, auswählen. Ja, du wirst dich zu anderen Menschen hingezogen fühlen, weil du mehr bei dir bist, weil du stärker verbunden bist, auch hier mit deiner Intuition, ja. Diese sexuelle Kraft in dir leben darf. Und das ist ein langer Weg. Ich weiß, das ist nicht einfach, ja. Aber wenn du da Bock hast, loszugehen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal 1:1 Container, weil da
gehen wir an diese ganzen Scheiß-Glaubenssätze ran und eben nicht nur hier im Kopf, sondern auch auf körperlicher Ebene, weil da leben die ganzen Glaubenssätze und all die Emotionen, die damit verbunden sind. Also, du hast Lust verdient, du bist es wert, ja, in deine komplette Lust zu kommen. Und ich weiß, es ist wie so eine Zwiebel, kannst du dir das vorstellen, diese ganzen Zwiebelschichten abzutragen. Das ist Arbeit. Das ist nichts, was von heute auf morgen mit einem Fingerschnips passiert. Das kann ich dir versprechen. Ja, auch ich arbeite noch an Zwiebelschichten, ja. Und dennoch ist es der Kern, der unter den ganzen Schichten liegt, ist für uns alle der gleiche, nämlich du bist es verdammt nochmal wert. Alles, was du dir wünschst in deinem fucking Leben. Ja, geil, dass ich hier fluchen darf. Wow. In einem fucking Leben zu erreichen. Und eben auch die geilen, lustvollen, orgasmischen Zustände. Das war die Sex-Life-Lesson Nummer 3. Die vierte, fünfte, mal gucken, kommt noch. Kann sein, dass sie jetzt nicht jede Woche, ne? Ich habe jetzt auch so ein bisschen Pause gelassen. Aber schalte gerne ein. Lass mich gerne wissen, wie dir das gefällt, wie dir dieses Format gefällt. Und wenn du sonst eine Frage hast, wenn ich zu irgendeinem Thema hier mal was besprechen soll, super gerne, natürlich im Bereich Selbstliebe, Sexualität und so, ist schon klar. Und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und wünsche dir eine wunderschöne Zeit und dann bis nächstes Mal. Mach's gut. Ciao.